Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge wollten wir uns eigentlich mit Nutty treffen, haben es aber dann doch nicht geschafft, weil wir irgendwie alles andere gemacht haben. Aber wir haben uns nicht mit Nutty Wer getroffen. hier Die wohl steht wohnt? übrigens da und wartet auf uns. Eine kleine blöde Sache, ich glaube, da hinten in der Richtung war es, da gibt es auch noch eine Quest, wenn man da rumläuft. Ach, wahrscheinlich das Mädchen, oder ist das ein Junge? Ich weiß es nicht genau, da hinten. Aber ich wollte euch nicht zu sehr auf die Es Folter tut so spannen gut, dich zu sehen. und wollte jetzt mal mit ihr weitermachen. Hallo Nutty, wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Mir geht es soweit gut. Wir haben damals nicht darüber gesprochen, aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Ja, ich soll ja eigentlich nicht mit den Leuten so groß reden, aber ich denke mal, dass es gewisse Leute gibt, denen ich schon vertrauen kann. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich bei Gringotts fanden. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns nach dem Drachenangriff hin. Was in aller Welt? Das war noch nicht alles. Und es klingt vielleicht etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch. Aber ich kann ihre Spuren sehen. Und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Sirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Was für eine Stellung? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Ja, gefährlich werden könnte es natürlich auch. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein, aber sollte sich nicht Officer Singer um Leute wie Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich so mit ihr nicht mehr wirklich Beruhigen Sie viel. sich. Sie wagen es mir zu drohen? Was geht hier vor sich? Revelio. Das war aber nicht der auf dem Steg, oder? Der das jetzt gesagt. Nee, der auf dem Steg, das ist tatsächlich das, was ich gesucht hatte. Also, was ich gefunden hatte aus Versehen. Also, zufällig. Beziehungsweise ist ein Sie, glaube ich. Ich hatte gerade lange Haare. Also. Kann man natürlich nicht sagen, ob es ein Er oder ein Sie ist, aber sah ein bisschen weiblicher aus von hinten. Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, wer oder Sie was sind müssen Sie, hier aber. lang gekommen sein. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für. Victor Rookwood schert sich kein Stück um Ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht. Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Stupor! Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet.
Im Bereich Sammlung in deinem Handbuch gibt es einen neuen Gegnertyp. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmten Zaubersprüchen. Komm her, du! Mit euch gehe ich nirgendwo hin. Riesen hier und kommt hier nur über meine Leiche. Protest, hol so. Kannst du das in deiner Hose? Schwächling, Incendio. Ich wusste, dass du noch da bist. Aha, du bist noch mehr. Elioso. Das ist so cool. Revelio. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Ja, Moment, ich muss mal kurz die... Oder? Kann ich das einsammeln? Doch, ne? Ah, nee, das... das ist überhaupt nicht davon. Das sind Blutegel gewesen. Okay. Aber gut, die wollte ich natürlich auch einsammeln. Auch wenn ich nicht wusste, dass sie existieren. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte. Aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Klassische Hufflepuff, ja? Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin sei ein Mythos. Naja, also bei Harry Potter, glaube ich, hieß es, dass Merlin existiert hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Das klingt mühsam, ja? Irgendwie auch. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gerne mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll? Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Revelio. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Achso, da. Ja, die will ja nur, dass ich das mache, dass falls doch irgendwas passiert. Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Also doch den Wirbel, ja. Ich will ja nur, dass ich das mache, weil falls das Ding jetzt explodiert, dann ist sie nicht zu nah dran. Ach so, doch, macht sie. Meine Güte, haben Sie das gesehen?
Die Ranken sind verschwunden. Ach, stimmt. Was soll ich jetzt tun? Das ist toll. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf... Falsche R-Taste. Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Hallo? Also das war jetzt eigentlich einfacher rauszufinden, weil sowas haben wir ja jetzt schon öfter gehabt. Hallo? Seltsam. Ach, die nee, Scheiterhaufen ne? sind wieder wie am Anfang. 1, 2, 3. Sind das nur 3? Ich dachte jetzt, das wären 5. Okay, dann versuchen wir das mal auf Speed. Mit einer Erinnerung? Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Oh, jetzt ist es weg. Oh. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Für mich war es ehrlich gesagt auch ein absolutes Vergnügen. Ich bin am Überlegen, wenn ich da hochgehe. Da kommt. Oh, Moment, da oben sind aber ganz viele von diesen Dingern. Die können wir mal kurz einsammeln. So, ist das auch eine Prüfung hier? Ne, wahrscheinlich nicht, weil es ist nicht blau. Okay. Sprich mit dem Porträt... Oh, Moment. Sprich mit dem Porträt von Eldridge Diggory. Warum denn das? Das hatten wir doch eben noch nicht drinstehen, meine ich, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ich würde vorher gerne noch die Quest hier machen. Also, ich bin ganz ehrlich... In so ziemlich jedem Spiel bin ich genervt von... Also, was heißt genervt? Mache ich ungerne Nebenquests. Oder ich mache die dann halt, wenn ich die Hauptstory durch habe oder so. Aber hier in Harry Potter sind das so geile Nebenquests. die muss ich einfach machen. Hallo? Kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley. Von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Ein Unterwasserabenteuer. Ja, ich finde es eher unangenehm, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass es wohl bösartige Meerjungfrauen oder sowas in der Art gibt. Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Mhm. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Waldegraves gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst.
Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Überheblich ist die ja mal so gar nicht, ne? Was genau ist dein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt, aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Ja, die Frage ist, wie tauche ich? Übrigens, wenn ihr das nach oben macht, also diesen, ne, hier dieses Steuerkreuz. So, wenn ihr das nach oben einmal kurz antitscht, dann seht ihr normalerweise, ach, da hinten, jetzt sehe ich das Bild. Die Frage ist nur, wie tauche ich? Dann seht ihr normalerweise so einen Schimmer, dem ihr folgen könnt. Kann ich so schwimmen? Also sie ist auf jeden Fall sehr tief drin. Okay, schwimmen kann ich. Ich kann aber nicht nach oben oder nach unten. Moment, was ist das denn hier? Ach so, ach ja, okay. Das wollte ich jetzt nicht. Die Frage ist jetzt, kann ich tauchen? Weil ich habe jetzt alle Tasten gerade ausprobiert und nichts davon hat funktioniert. Zaubern kann ich auch nicht, wenn ich am Schwimmen bin. Das ist schon mal schlecht. Kann man vorher irgendwie speichern? Nicht, dass ich das hier... Astrolabium der Familie Pinch Smedley sein. Ach so. Ah, okay. Ja gut, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass man dann automatisch tauchen kann. Normalerweise ist es bei jedem Spiel ja so, man hat zwei Tasten, mit denen man untertauchen kann und auftauchen kann. Aber in dem Fall ist es offenbar nicht so, sondern... Oh, ich finde aber doch schon so einige Sachen hier. Also ich dachte jetzt, man könnte jetzt frei quasi nach Sachen suchen auch. Aber das, also tauchen und suchen zum Beispiel nach irgendwelchen Kräutern oder sowas, also Kraut, was dann, oder Algen, keine Ahnung, was dann so unter der Erde wächst. Nachtgewand für Träumer, okay. Das müsste eigentlich das Letzte sein hier, oder? Nee, da ist noch einer. Okay. Aber ich meine, das waren dann alle. Ja. Okay. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Nee, echt? Ach so, warte mal. Ich kann aber schneller schwimmen, ne? Dafür ist es schon mal ganz gut. Ich meine, wenn es in der Nähe diese Flecken sind und man so von einem so... Also Flecken. Diese Stellen sind, wo man von einem zum anderen nur hin muss, dann ist das ja kein Thema. Aber wenn man jetzt so eine längere Strecke hier schwimmen muss, dann ist es schon besser... Ich gehe jetzt mal bei Land, weil das ist ja eigentlich schneller. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, hier war doch noch ein dritter, ne? Ist es eigentlich schneller, wenn man tatsächlich schnell schwimmt? Ich hoffe, der Tauchgang war nicht so schwierig für dich. Hallo, Grace.
Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Ach, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Aber nicht umsonst. Genau. Ich behalte es. Ja, ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Was ich nicht verstehe, warum steht die immer so da, wie so ein Affe, der jetzt gerade auf den Sprung ist, um anzugreifen. Oh, wir haben Level 11 gemacht. Hatten wir, glaube ich, vorher nicht. Dann schauen wir doch noch... jetzt habe ich natürlich genau das Falsche gedrückt. Moment, lasst mich hier raus, lasst mich raus. So, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt bekommen haben. Nur, nee, da haben wir auch noch andere Sachen bekommen. Oh, da geht die Offensive aber ganz schön runter. Okay. Dann. Stimmt, wir haben jetzt gar keins an. Das kann ich verkaufen. Und das, würde ich sagen, ziehen wir an. Ach so, haben wir gerade ausgezogen. Ah, okay. Okay. Dann halt nicht. Nee, das machen wir erstmal wieder aus. So, dann den Umhang. Wir haben noch einen anderen Umhang erhalten. Plus 17. Schade, druidischer Wolfsumhang hat sich so schön angehört. Na gut. Oh, der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hm, ich weiß nicht. Vielleicht lassen wir den mal eine Weile an. Müssen wir mal gucken. Sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Jetzt haben wir was gefunden, was wir erst ab Stufe 12 freischalten können. Na gut, das werde ich noch drin lassen, weil das doch eine erhebliche Verbesserung ist. So, wir hatten jetzt Stufe 11, also ist das ja auch Inventar. Schauen wir nochmal eben. Das sind Briefe. Achso, das war, nee, Moment. Blutegelsaft. Ja, das war das, okay. Gut, dann brauchen wir da ja auch nicht mal groß nachzugucken. Dann würde ich sagen, dass wir das Ganze mal eben noch verkaufen. Das sind ja Rebellion. Oh ja. Findet man wahrscheinlich dann überall, wo so Wasser ist. Das ist schon cool. Ich meine, nach und nach müssen wir sowieso... Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Ja, sage ich ja, finde ich auch. Finde ich übrigens, oder fände ich sehr geil, bei sowas, in sowas zu wohnen, wenn es gut gebaut ist, sagen wir es mal so. Ich meine, zu zügig oder so sollte es natürlich nicht sein. Ich sage ihm, das war so eine Erleichterung für die Leute in Lower Hogsfield. Hallo, Mr. Simi. Was kann ich für Sie tun? Das Gleiche wie immer. Wie kann ich heute behilflich sein? So, das kann weg. Achso, das ist das, was ich noch nicht kann. Das kann ich auch noch nicht. Wobei das gleichbleibend ist. Also ist es auch wieder egal. Und das geht runter. So, 2000, fast 2300 haben wir jetzt. Das ist schon geil. Wir sehen uns bald wieder. Das ist wirklich schon cool. Ja, wir sollen jetzt... Nee, sollten wir... was war denn das eben? Habe ich hier die Aufträge auch in kurz drin? Ausrüstung, Talente, Aufträge. Ja, wunderbar. Oh, Gefangener der Liebe. Oh. Folge den Hinweisen zu den fehlenden Seiten des Buches. Was war hier? Oh, ich bin nur viermal ausgewichen. Nein. Ich hätte vielleicht länger mit denen kämpfen müssen. Oh, ist das nervig, ganz ehrlich. Okay. Das nehmen wir aber auf jeden Fall weiter. Karte kommen wir auch direkt von hier aus rein. Oder er schmeißt mich raus. Ja, ist auch kein Thema. Keine Sorge. Die Frage ist jetzt irgendwo hier. Ist unser Ziel. Das dürfte doch eigentlich das sein, oder? Nee, das ist Hogwarts Gelände generell.
Handbuchseiten. Ja, Handbuchseiten. Da sind wir ja vorhin... Oh, da sind wir ja vorhin weitergelaufen. Was ist das denn hier? Prüfung Merlins. Ach, das wird angezeigt. Oh, das ist ja geil. Achso, da können wir nur einen Wegpunkt festlegen. Ja, da müssen wir den nehmen. Dann würde ich sagen, laufen wir da doch nochmal eben schnell hin. Und schauen mal, was wir da machen können. Bis gleich. Das könnte gefährlich werden, hat sie gesagt. Komm ich hier rein? Revelio. Scheint aber zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Ach da! Hausmeisterwerkzeuge. Einsatzwerkzeuge, die, so kann man vermuten, verzaubert werden können. Um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen. So groß, wie der Bewohner sie braucht. Ja, und damit hätte ich doch normalerweise... Ja, hier ist es weg. Warum ist es nicht aus der Minimap weg? Ich weiß es nicht. Aber, das war jetzt auch doof. Wir hätten das ja als nächstes wieder als nächsten Wegpunkt reintun können. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt erledigt ist hier. Da das Video an dieser Stelle doch sehr lange geworden ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.